So Leute, ja, herzlich willkommen wieder zu Alarmstufe Rot 3. Ja, wir sind jetzt hier in der, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. Mission, Myakonos, die Kunst des Krieges. Hiervon brauche ich dann später noch eine Kopie. Kommandant, schon wieder steht das Vaterland in Ihrer Schuld, danke. Soll das etwa Ihr Ernst sein? Wir haben gesiegt, trotz, nicht wegen dieses sogenannten Kommandanten. Und wäre ich nicht rechtzeitig da gewesen, dann... Das wäre dann alles, General. Er gefährdete die ganze Operation durch sein hilfloses Zögern. Und das hätte uns fast um den Sieg gebracht. Das wäre dann wohl alles. General Krukow neigt hin und wieder zur Überschätzung seiner Autorität. Eines Tages wird er zu weit gehen. Doch jetzt müssen wir uns mit weitaus gefährlicheren Dingen befassen. Wir wissen aus sicherer Quelle, dass die Amerikaner an der Fertigstellung einer neuen Superwaffe arbeiten. Kommandant, das ist Dr. Gregor Szilinski. Vermutlich das größte und bedeutendste Genie unserer Zeit. Oh nein, da war noch ein anderes, viel größeres. Doktor, bitte, was können Sie uns über diese neue Technologie sagen? Ihre Zerstörungskraft stellt alles bisher Dagewesene in den Schatten. Sie ist einfach unbeschreiblich. Und sehen Sie, die Amerikaner... Danke, Doktor. Kommandant, dieser Technologie müssen Sie unbedingt habhaft werden, bevor der Feind sie gegen uns einsetzt. Alles Weitere erfahren Sie von den Nocken. Danke. So, dann beginnen wir. Ja, gut. Kommandant, ich bin nicht sicher, was passiert ist. Es liegt nichts vor über den Zustand des Premiers. Aber als treue Diener der UdSSR müssen wir unseren Kampf fortsetzen. Wir sind bis jetzt siegreich gegen die Alliierten gewesen. Aber diese neue Technologie macht uns Sorgen. Auf der griechischen Insel Mykonos erforschen die Alliierten derzeit diese neue Technologie. Ich gebe nicht vor, die Technologie an sich zu verstehen. Aber unsere Feinde dürfen sie keinesfalls einsetzen, das weiß ich. Wir müssen die Forschungseinrichtung in dieser Region erobern, bevor die Alliierten reagieren können. Ihre Befehle lauten wie folgt. Übernehmen Sie den Erdabbau der Alliierten unweit der Infiltrationszone. Neutralisieren Sie alle alliierten Marineeinheiten in diesem Gebiet. Finden und erobern Sie die alliierte Forschungseinrichtung. Viel Glück. Okay, dann wissen wir jetzt Bescheid, dann nehmen wir los. Jetzt können wir wohl mal auch mal Lufteinheiten der Sowjetunion spielen. Die Inseln im Osten erobern. Mit den Erzminen finanzieren wir ihre Operationen. Tech-Inhibitor verhindert den Einsatz unseres gesamten Arsenals. Zerstören Sie ihn. Joa. Neues Einsatzziel erhalten. Expandieren Sie auf die Insel. Okay, das stört unsere Technologie, dieses Gebäude da hinten. Feindliche Einheiten entdeckt. Kommandant, Sie wurden autorisiert, unsere Twin Blades einzusetzen. Die Kampfhubschrauber sind effektiv und vielseitig. Ja, die Twin Blades habe ich auch immer früher gerne gespielt. Die bocken richtig. So, da bauen wir mal einen Kran, damit wir eine zusätzliche Bauliste haben. Kommandant, wie schön, dass man sich wieder sieht. Die Gegend finde ich wunderschön, aber nicht so schön wie die Schlacht, die wir gemeinsam schlagen werden. Inspektion abgeschlossen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Sie legt schon voll los. Bau abgeschlossen. Achso, Bullfrogs, damit sie das einsetzen kann. Achso, okay.
Dann muss erstmal die Gegend frei sein, damit wir überhaupt das erstmal machen können. Feindliche Einheiten entdeckt. Wird gebaut. So. Oh, ich kann Sie da drüben sehen, Genosse Kamerad. Und nun, da ich weiß, wer Sie sind, werde ich Ihnen etwas amerikanischen Lebensstil beibringen. Oh ja, ich bin so hart. Amerikanischen Lebensstil. Ganz schön überhobelt sind die immer. Okay. Sind ein Alarm bei Schwimmbait, schick mir mal dahin. Also die haben es echt in sich. Die können auch Infanterie drin haben. Das ist auch ganz gut. Inspektion abgeschlossen. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. So. Bau abgeschlossen. Wollen wir auch mal da welche Trimblades? Achso, das ist wohl ausgelegt, dass wir die nur bauen können, weil alles andere ist hier nicht freigeschaltet. Ich glaube, wir zerstören erstmal dieses Gebäude hier. Nervig aus. Abgeschlossen. Ah, ja, das ist auch sowas. Bei den Kranen kann man, glaube ich, auch Selbstopferung machen, glaube ich, irgendwo. Swimblade-Inspektion abgeschlossen. Achso, man kann auch seine eigenen Sachen verschrotten, falls sie dann so gesehen zerstört sind, dann kann man noch wenigstens noch Geld kriegen, bevor die ganzen hinüber sind. Ist auch eine gute Alternative. So, dann schick mir mal welche Trimblades mal hier zu den sekundären Missionsziel, damit wir erstmal wieder unsere Technologie kriegen. Oh, da kommen wir ja. Diese Spektrumtürme machen die Sache schwierig. Setzen Sie Ihre Twin Blades auf sie an. So, Twin Blades, dann leg mal los. Ich freue mich schon bald auf die Zeblins, die haben es richtig in sich. Die Kiros. Yeah. Aber ich finde, die Raketen sind ganz, ganz stark. Die bringen richtig bei Gebäuden was. So, boom. Ja, sehr schlau, ne? Haben hier so eine Raffinerie und sammeln hier nichts. Da bleibt für uns dafür mehr. Oder haben wir das schon vorher kaputt gemacht? Ne, da ist es ja. Ich glaube, wir haben das schon vorher kaputt gemacht. Ey, der greift uns an hier. Ey, immer mit der Ruhe, mit der Ruhe. So. Das lassen wir uns nicht gefallen. Sprecht das letzte Gebet. Statuieren wir ein Exempel. Dann los. Wo sind diese Würmer? Wir warten. Fährt da schon Büro 3 Mucke? So, dann schicken wir mal hier wieder unsere Trimblades wieder mal zurück. Reibt sie auf. Die Befehle sind klar. Bam! Wo einer wurde wieder befördert. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Hey, gehen wir auch nicht auf, ne? So. Diese blöden Delfine immer. Was haben wir denn da? Ja. Fliegen wir los. Wird gebaut. Ach Quatsch. Wollt ihr nicht bauen werft. So. Dann machen wir mal das hier kaputt. Dieses komische Tech-Inhibitor. Vernichtet sie.
Sehr schön. Ah, da hinten ist noch eine Werft. Immer erst diese Produktionsgebäude zerstören. Ja Mann, dann werden die immer schön fett befördert. Dann haben die noch mehr Power, die Dinger. Dann bauen wir gleich hier einen Bullfrog hin, damit wir uns unseren Stützpunkt bauen können. Und der ist ein Ingenieur. So, erwischt. Oh, einer ist schon auf Elite. Der Grafikstil hat schon auf jeden Fall was, mal was Neues. Nicht zu vergleichen wie die Kirin Wars Saga, aber das hat schon was. Sind wir noch Basisbau? Solange das Gameplay ganz gut ist, wollen sie auch nicht dermaßen jetzt Grafikpower haben, sondern das ist schon eine gewisse neue Art. Jetzt nicht für immer bestimmt ist, aber trotzdem so eine Alternative bieten tut. Wollen wir hier Bullfrog? Und Bullfrog. Wir brauchen sowieso diese Sputniks, damit wir Sputnik. damit wir hier unser Stützpunkt unten bauen können. Dann kriegen wir hier auch wieder neue Credits. Haben wir auch bitter nötig. Oh, hier. Hier scheint es wohl mehr befestigt zu sein, hier alles. Aber diese Luftabwehr. Räumen wir auf. Na, kommt unsere Verbündete auch nochmal irgendwie hinterher? Wie die alle hier so fett befördert werden. So. Ist schon extrem, wie da Blut rumfließt. Wow! Da jetzt, schnell hin, schnell hin. Guck mal, vorsichtshalber jetzt mal wieder Trimblades kurz auf, oder? Shit! Achso, die waren hinter den Sputnik her. Wow, schafft er das noch? Ja, man, er schafft das noch. Geil. So. Dahin bauen. Ah, schafft das eigentlich Zana? Zana? Zana, Baby? Ja, jetzt können wir wieder mehr bauen, jetzt können wir hier auch Kriegslabor und alles hinbauen. So. Tesla-Spule haben wir jetzt auch wieder. Ja. Jetzt drehen die voll durch mit ihren Luftabwehr. Immer schön auf die. Boah. Ja, die werden so schnell auf Elite dann. So, dann bilde ich mal hier wieder neue Trimblades aus. Junge, 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 ey. Ihr dreht ja durch hier mit eurer Luftabwehr. Da. Erwischt. So, schnell mal hier die Kaserne zerstören. Kriegen wir hin. Lass dich nicht aus den Augen.
So, erwischt. Oh, einmal diese Luftabwehr. So. Sprecht das letzte Gebet. Unzureichende Mittel. Haben wir wieder hier neue Trimblades? Ja. Was hat sie jetzt vor? Achso, sie will da einnehmen, okay. Halten wir unsere Trimblades mal da bereit. Okay. Lasst sie nicht entkommen. Schaltet sie aus. Lasst sie nicht aus den Augen. Fliegen wir los. Trimblade-Inspektion abgeschlossen. So, Trimblade erstmal hinschicken. Ist sie jetzt überhaupt gebacken oder was macht die da? Wir sind der Wille der Sowjetunion.